Einer der wichtigsten Diskussionspunkte für unseren Partner SIMI, der sich auf die Bekämpfung von Gewalt gegen indigene Völker in Brasilien einsetzt, ist die Schaffung einer Region, in der sich die Agrarindustrie auf die Wälder und Gebiete indigenen und traditionellen Gemeinschaft ausdehnen. In Brasilien ist die Abholzung von Wäldern für den Anbau von Agrarstoffen wie Soja, Mais, Baumwolle und Reis und auch die Holzproduktion und die Viehzucht, die alle für den Export bestimmt sind, eine der Hauptursachen für den Klimawandel. Während der Regierungszeit von Jair Bolsonaro hat das Amazonasgebiet insgesamt unter einer beispiellosen Zunahme der Abholzung gelitten. Aber die Region, die an der Bundesstaaten Amazonas, Acre und Rondônia grenzt, hat in den letzten 2 Jahren alle Rekorde der Zerstörung gebrochen. In dieser Region hat die Regierung Bolsonaro ein Projekt namens Amacro ins Leben gerufen, das internationale Investoren als neues Zentrum für nachhaltige Entwicklung verkauft wird. Doch gerade in Amacro kommt es neben der Rekordabholzung auch zu schwersten sozialen Konflikten. Indigenen Völker, Kleinbauer und andere traditionelle Bevölkerungsgruppen werden mit extremer Gewalt aus ihren Gebieten vertrieben. Wir sind daher der Meinung, dass die Debatte über das Amacro-Projekt ernster genommen werden muss, insbesondere von Ländern wie Deutschland, die wichtige Geldgeber des Amazonasfonds sind.